Diese Alien-Hurensöhne schießen mir nicht ungestraft mein Schiff ab. Das dauert ja ewig. Genug Geschiff. Wird Zeit, dass der Große wieder in die Action eingreift. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und wie ihr es schon im Intro gesehen habt, spielen wir einfach Duke Nukem. Alter Lachsnang. Ich wette, so 80% meiner Zuschauer wissen nicht mal, was das für ein Spiel ist. Bro, das ist so alt. Ich gucke, wie alt ist das Spiel, Mann? Ich guck mal kurz, wie alt das Spiel ist. Yo, das Spiel ist einfach von 2011, Alter. Holy shit, Mann. Das sind 13 Jahre. Und ich habe mich dazu jetzt entschieden, Alter. Das gab's bei MMOGA, Alter. Für 1,20 €, Alter. So ein geiles Spiel. Und dann dachte ich mir, yo, wir zocken das mal. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch eine geile Idee habt, was wir noch für alte Spiele zocken können. Ich hätte mal Bock auf so ein altes Doom. Habe ich selber noch nicht gespielt. Soll aber geisteskrank sein. Aber bei Duke Nukem weiß ich auch, dass es gottlos ist. Es ist einfach so ein gottloses Spiel. Und solche Spiele gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Ihr werdet doch gleich erfahren, warum. Es ist einfach so geil. Es ist einfach geil, Alter. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, los geht's. Durch die Mitte vor. Blake flankiert links. Phillips und ich gehen außenrum. Das war Phase 2. Phase 3 ist, Profit? Okay, bereit? 1, 2, los! Los, hä? Geht's schon los? Bro, Alter, ich erwarte gleich hier. Sowas hinzufügen auf der Tafel? Ob ich das will, Mann? Zeig mal her, die Scheiße. Ja? Ja. Boah, Wahnsinn! Guter Plan, Duke! Danke, Mann, Junge! Das ist ja... der absolute Wahnsinn, Junge! Ah, scheiß drauf. Wir müssen los. Jungs, wir müssen los. Boah, Digga, Alter. Hätte mich leider machen, Alter, Junge. Da kracht's mich weg, Alter. Oh, hier können wir nicht mehr durch. Aber ihr seht schon... worauf das hinausläuft, das ist einfach nur ein geisteskrankes Spiel, Junge. Sowas wird es nie wieder geben, Alter. Dass solche Beleidigungen kommen. Wo muss ich lang? Muss ich hier lang? Wo muss ich lang, Mann? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier lang bin. Drecksau. Herr, Mann. Drücke RT und... oh, Digga, perfekt, Digga, ich hab's nicht gelesen. Jetzt heißt es du oder ich, du einäugiger Freak. Jawohl! Digga, aber wartet mal. Ich muss erstmal hier Controller-Einstellungen ändern. So, hab grad mal hier, Alter, Vibration ausgestellt, Alter, jetzt geht's los. Oh, wir haben kein Leben mehr. Wir haben keine Ammo. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann! Das blocken? Was gibt's denn hier noch? Ich muss ja weg. Oh, danke. Da hab Munition! Drecksau! Wow! Oh shit, Mann, wir haben keine Munition mehr. Wow! Oh shit, Mann, war das knapp. Munition abgeworfen. Rauchspuren markieren Landeort. Markier doch mal den Landeort, Mann. Ich bin tot. Nein, ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich tot! Ah! Muss er weg.
Da ist der Landeort. Ach, hier ist Munition. Herr. Komm, du dreckiger Bastard! Yeah! Oh, 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 oh. Easy, Mann. Oh, mach die Futterluke auf. Das hat Spaß gemacht. War's für dich auch schön, Baby? Und das Spiel, Duke? War das auch gut? Ja, aber das kann man nach scheiß 12 Jahren ja wohl auch erwarten. Tja, wenn dir wieder nach Spielen zumute ist, sag uns einfach Bescheid. Guck mal, Duke, da läuft unser Video. Deine Haare haben an dem Tag so toll ausgesehen. Ja, super, oder? Und deine auch. Schalten Sie auch heute um Mitternacht ein und erleben Sie mein Interview mit dem einzigartigen Duke Nukem. Unter anderem spricht Duke über... Es gibt nach wie vor keine Aktivitäten seitens der Alienschiffe zu vermelden. In seiner Ansprache vom Donnerstag erklärte der Präsident, er sei trotz des jüngsten Alien-Auftauchens weiterhin verhalten optimistisch. Er appellierte an die Bürger, alles zu unterlassen, was als Feindseligkeit interpretiert werden könnte. Etwa das Abfeuern von Schusswaffen oder obszönes Gestikulieren in der Nähe der Schiffe. Ich weiß nicht. Ich finde, das klingt trotzdem ziemlich gruselig. Ich sehe die Raumschiffe von hier aus. Ob das dieselben Aliens sind, die du vor 12 Jahren besiegt hast? Natürlich, du Dummerchen. Was glaubst du, warum die wiedergekommen sind? Wegen Duke natürlich. Nachdenken. Aber du beschützt uns doch alle, falls der Präsident sich irrt. Nicht wahr, Duke? Du hast es doch immer noch drauf. Oh, Duke, pass auf dich auf da draußen. Wir sehen uns auf der Party nach der Show, okay? Wir sehen uns auf der Party. Oh Mann, das Spiel ist so geil, Alter. Junge, so ein Spiel wird es nie wieder geben, ey. Da werden... Wieso? Alleine diese Szenen... Dass die Alten mir schön den Schwanz genuggelt haben, Alter. Digga, das wird es nie geben. Und wenn es das irgendwann mal gibt. Oh! Dann wird sofort weggestrikt, sag ich. Sag ich. Und alleine solche kleinen Feinheiten, Junge, sowas wird es niemals wieder geben. Duke Nukem's Casino. Lady Killer. Die Ruhmeshalle, Alter. Und irgendwann hängt dort mein Bild mit meiner Fresse. Hello there. Oh, die, oh, die ganzen Chayas. Oh. Hey, super, dich zu sehen, Duke. Gar kein Ding. Hey, was liegt an? Mir liegt nicht an, Mann. Ich muss nur die Welt retten. Ich muss nur kurz die Welt retten. Kann ich mir ja. Oh. So ein geiles Spiel, Alter. Kann ich ihn? Ja. Oh. Warum beschützt uns denn niemand? Wofür zahlen wir eigentlich Steuern? Ja, hä? Halt's Maul, Mann. Schön, die Kippen schon auf dem Wanz gehauen. Hallo, du siehst in echt noch viel besser aus. Nach der Show möchte ich ein Autogramm von dir. An einer ganz besonderen Stelle. Okay. Entschuldigung, Duke Nukem? Ja, mein Junge ist ein großer Fan von Ihnen. Na los, frag ihn, Jimmy. Mr. Nukem, würden Sie das für mich signieren?
Klar, Mann, weil du es bist. Dass ich das dann auf eBay finde. Wartet. Oh. So. Oh ja. Let me cook. Oh ja, hier noch ein paar. Oh. Yep. Hier, mein guter Bubele. Ich bin, möchte ich so sein wie Sie. Nimm immer schön brav deine Pillen, Vitamine. Dann wirst du vielleicht auch mal so ein Prachtkerl wie ich. Wow, danke, Mr. Newcomb. Wow, er ist so cool. Ja, ich hatte ihn mir größer vorgestellt. Spaulmann. Ja, Alter. Ja, es ist so. No. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, was ist denn jetzt hier los, Alter? Hallo? Tut mir leid, Duke. Sieht so aus, als wäre für uns heute Sendeschluss. Sonst kriegen sie sich kaum noch ein vor lauter Johnny. Und dann kommen ein paar Aliens angetanzt und auf einmal kräht kein Hahn mehr nach dir. Sogar die Hälfte von meinem scheiß Team ist rüber zum Duke Burger. Ob die Aliens das extra gemacht haben, um dir die Show zu stehlen? Die Show must go on. Was zur Hölle hier los ist. Ja, gute Frage. Begib dich zum Übergangsraum. Okay. Aber jetzt. Verdammter Amateur! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich versuche eine Szene mit Johnny zu drehen und du kommst einfach mitten durchs Bild gelatscht. Dass das vielleicht stört, wenn einer durchs Bild latscht, ist dir Halt's Maul, Mann. Halt's Maul. Soll ich deine Mikros kaputt schlagen? Was würdest du sagen? Aber man sieht halt hier, oh, dass es halt keine Wegpunkte gibt. Also bis jetzt nicht, ich glaube, aber es gibt auch keine. Team ist zum Duke Burger und meine große Chance mit John ist vorbei. Und dank der Aliens kriege ich so eine Chance nie wieder. Verdammter Amateur, das war's. Beruflich sind wir geschiedene Leute. Du bist ein Halt's Maul, Mann. Aber du kapierst es einfach nicht. Die Aliens sind zurück. Oh nein, die Aliens sind back. Hallo. Junge, Lady Killer Casino, Junge, was ein Name, Mann, hör doch mal auf. Hallo. Oh. Komm ich nicht lang? Ja. Komm auf die Buchte. Ich habe irgendwie jetzt schon mehr Spaß an dem Spiel als die letzten Let's Plays, die ich gespielt habe, Alter. Was hab ich schon gespielt? Assassin's Creed war übelster Müll. Dead Island war am Anfang gut, aber. So wird dann stark nachgelassen. Ich kann nicht, was danach, Digga. Es lohnt sich einfach nicht mehr, irgendein Let's Play zu machen, Alter. Hier, da weißt du wenigstens, dass ich lachen kann, Digga, und dass hier gefetzt wird, Alter. Es ist zwar nicht so geisteskrank realistisch, aber dafür ist es einfach geil. Digga, einfach geil. Einfach nur verdammten Hurensöhne wegschnitzeln. So, hier sieht es irgendwie aus, als ob ich was machen könnte. Nee. Auf die Buchte! Boah. Hier, guck mal hier, Alter. Die Junge, ey, es ist so übertrieben. Waffen. Alter. Octabrain. Pig Cop. Junge, das sind ein paar Namen, Alter, Junge. Holy shit. Das Auge. Ah, das Auge, was wir weggetreten haben am Anfang. Diesmal davon, Alter, Junge. Ach ne, warte mal, wir können hier oben mal hingehen. Können wir gehen hier. Geiz, ey. Piss dich hier. Schieb ab, Kumpel. Der King will auf seinen Thron. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gehe hier erst runter, wenn ich auf dem Thron fotografiert worden bin. Darauf habe ich Jahre gewartet. Könntest du vielleicht auf den Auslöser drücken? Ah. Na klar, hier. Ein hässlicher Bastard, Mann. Verpiss dich. Alter, Junge. Was passiert jetzt?
Ich bin jetzt einfach in der Duke-Höhle, Alter, Junge. Was eine geile Scheiße. Willkommen, Duke. Du hast einen Konferenz-Call. General Graves und der Präsident werden zugeschaltet. Ja, aber wo denn? Call? Call? Ja, Duke, du weißt, ich lasse ja lange reden, also werde ich mich kurz fassen. Ich erteile dir den ausdrücklichen Befehl, keine Feindseligkeiten gegen unsere Alien-Gäste zu eröffnen. Das gilt ab sofort. Ich lasse nicht zu, dass unsere intergalaktischen Beziehungen durch sinnlose Gewalt aufs Spiel gesetzt wird. Unser Staatshaushalt leidet immer noch an den Nachwirkungen der Geschehnisse von vor 12 Jahren, als du bei deinem Amoklauf Los Angeles verwüstet hast. Diese historische Chance auf Frieden muss genutzt werden. Ich verstehe, dass dir das nicht passt, Duke. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen für rauchende Colts. Der Präsident glaubt, diesmal sei die Lage anders und er könnte recht haben. Du hast ihn das letzte Mal ganz schön in den Arsch getreten. Vielleicht wäre es falsch, einfach davon auszugehen, dass sie wieder Ärger machen wollen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass sie Amerika nicht besiegen können, solange du da bist. Duke, du bist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die Menschheit beginnt jetzt eine neue Ära. Wir dürfen nicht erst schießen und dann Fragen stellen, nur weil wir vermuten, dass sie noch immer über Massenvernichtungswaffen verfügen. Ich bin in Verhandlungen mit dem Zykloid-Imperator, um die friedliche Koexistenz unserer Spezies zu sichern. Mit ihrem Imperator persönlich. Dein Typ ist nicht gefragt. Misch dich nicht ein. Das ist ein Befehl. Duke, ich weiß, dass dir das schwerfällt, aber tu mir den Gefallen und halt still. Als dein General und Freund weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass du die Order des Präsidenten befolgst. Die Sache schmeckt mir überhaupt nicht. Ja, yeah, Mann, Alter, wir müssen den Wichser aufs Maul hauen, Alter. Ja. Oh. Hui. Hui. Und jetzt? Was jetzt? Warte mal, das ist die Duke-Höhle, mehr nicht. Oh, geht's weiter. Und jetzt schmeckt mir die Sache noch viel weniger. Die Pisser sind bei mir. Ich muss mal aufs Maul. Aua. Alter, was? Was soll ich denn jetzt machen? Oh, ich habe keine Waffen. Keine scheiß Codekarte. Ja, yeah, Mann. Oh. Ja, Mann, ich hab da ja Bizeps, Alter. Oh, warte mal. Naja. Hier kommen wir nicht weiter. Verpiss dich! Bam, Mann! Bam aufs Maul, Alter! Oh, mir! Oh! Oh! Bitte Bank drücken! Nicht so einfach. Nicht schwer genug. Schwer genug, ja, stimmt, ja. Ich brauch mehr Gewichte. Naja. Noch. Bam. Haben wir noch mehr Gewichte? Ein Gewicht muss ich ja wegnehmen. Oh ja. So sieht's doch richtig aus. So, jetzt. Da muss mehr Gewicht drauf. Noch mehr Gewicht? Scheuert, wo denn? Probier jetzt einfach nochmal. Safety first. Das ist ungleichmäßig verteilt. Was? Da muss mehr Gewicht drauf. No, hä, Junge, willst du mich verarschen? Jetzt, kann ich es jetzt machen? Ja, jetzt. Jetzt. Oh, ich schaff's gerade so. Zurück. Geil. Easy. So, was machen wir hier noch? Was haben wir hier noch? Basketball, komm. Scheiße. Wann geht der Ball her?
Ja, mal einmal mal aufbrechen alles. Gott. Ja, aus Stahl hab ich, Alter. Gucken. Hallo? Hallo? Oh, Alter. Ist das so, sieht das so wild aus, Alter. Ich, alles verschwimmt, alles so sehe ich, Alter, wenn ich keine Brille auf hab, Mann. Warum sollte ich Bier trinken? Macht dich härter. So. Guck mal hier. Guck mal hier. Bro, Mann, warum ist das alles so verschwommen? Okay. Hallo. Hinsetzen und Schnauze halten. Achtung. Stromausfall. Bitte Duke-Vision aktivieren. Oh, Alter. Ja. Okay. Ja, okay. Ah, zum Springen. Achso. Ja. Wenn das wohl jetzt ein Tutorial mal bekommen, so. Können wir irgendwie. Hä? Ich komme nicht runter. Hä? Scheuer? Können wir auf die drauf springen? Eine dumme Idee. Arschtritte geben ist seliger als Arschtritte nehmen. Weise Worte. Öl aufs Maul hauen. Kommen wir weiter hier? Okay, war mir klar, dass wir da nicht weiterkommen. Irgendwo mal langsam eine Knifte, ey. Einer in die Olga. Was habe ich jetzt Sturzschaden bekommen? Willst du mich verarschen? Oh, und jetzt? Junge, die schießen immer gleich los, die Wilksam. Schön. Jedenfalls ist mir gerade noch eingefallen, Alter, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock hättet auf Left 4 Dead. Hättet ihr da Bock drauf? Reaktor offline. Energiezellen ersetzen. Warte, wir machen jetzt ja Undercover. Wir gehen auf Undercover hier. Irgendwas zum Werfen. Nee, nein. Das zum Thema Undercover, Alter. Ja, komm hier, Pisser. Mein Aim ist so gottlos. Alter Junge, wie wir rennen. Oh. Das ist eine Scheißwaffe, Alter. Was eine Scheißwaffe, Mann. Müssen wir den Reaktorkern bestimmt hier neu stecken, ja? Ja, noch eine Energiezelle, nein. Und jetzt brauchen wir noch. Irgendwo muss noch einer rumliegen. Oh. Reaktor offline. Letzte Energiezelle ersetzen. Wow. Von wo wurden hier geballert? Gut. Guck's runter, du Schlampe. Mal, du Schlampe. Oh. Hey, guck mal, ist wieder hell. Sieht so viel besser aus, gleich das Spiel.
Wo ist jetzt die letzte verfickte Energieteile? Ich bin, glaube ich, schon 5-mal dran vorbeigelaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwie komplett falsch bin. Kleiner Pisser. Wurde ich auf einmal dunkel, Mann. Was soll die Scheiße? Ist da irgendwie diese... Ja, wir kommen halt hier weiter. Und deswegen kann es sein, dass die irgendwo anders versteckt ist. Mit der Tür. Gut. Ha! Ach du Scheiße. Bro, Mann, ey, das Spiel ist so geil, Alter, holy shit. So, wartet. Let me cook. So, immer ringsherum gefahren. Nein. Ah, ha, ha, ha. Ja, Mann, guck mal hier. Absolute Profi, guck mal her. Zack. Zack, 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 geht das. Letzte Energiezelle rein in den Lyris. Du weißt wirklich, wie man eine Frau anmacht. Junge, die klingt besoffener als ich, Mann. Endlich wieder Saft. Jetzt gibt's was auf den Arsch. Junge, von Bruce Willis diese Stimme, Mann. Die Synchronstimme ist so geil, Alter. Guck mal, was ist denn das? Steroide einzunehmen. Durch das Einnehmen von Steroiden werden deine Nahkampfangriffe härter. Zack. Maul. Junge, die. Zack, Alter, die zerfetzt, Alter, so geil. Ich weiß noch nicht, aber können wir die Steroide permanent nehmen? Oh, was bist du für ein hässlicher Typ? Exekutieren. Bam. Mit so Schweinefiechter. Sauen. Achtung. Feinde voraus. Bitte. Gut. Oh, schon zwei Waffen. Nice. Frisst du Schlampe? Oh, scheiße. Oh, nein, ist Brennschutz. Oh, ich habe mich selbst umgebracht. Oh, geil. So eine Scheiße. Alles eine Frage der Reflexe. Geile Waffe, Alter. Geil. Komm, wir nehmen das trotzdem immer mit, Alter. Schiss auf. Scheiße, Digga, Scheiße. Dode. Einfach Dode. Ich würde sagen, den geht's gar nicht gut. Und das Aim hier ist ein bisschen freaky. Alter, da kann fliegen, die Sau. Oder mit dem.
Sie exekutieren, Alter, Junge, das ist so wild. Oh, von wo denn? Huch, Alter. Hier, ey. Du wirst keine schöne Leiche. Hässlicher kleiner Bastard. Unter da! Als ich versprochen habe, dich als Letzten zu töten, war das gelungen. Junge. So, jetzt. Nein, Mann! Oh Mann, jetzt wird's geil. Jibia, ey, Schweinebacke. Kommt her, ihr kleinen Wichser, ich werde euch alle töten. Ich werde euch alle töten. Oh, hell no. Was passiert hier? Schieß ab! Schieß doch ab! Ach du Scheiße, was ist das? Mutterschiff, Mutterschiff. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn das? Bitte schieß nicht auf mich. Bam, 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 bam. Ich habe die ganze Zeit die Erfolge, falls ihr dieses Bim Bim fragt, was das ist. Oh, da, 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 da. Oh nein, überhitzt. Nein, ich bin zu Idiot. Scheiße. Ich muss die Schiffe haben. Aufpassen, ich muss die Schiffe eher abschießen. Dauerfeuer! Wir haben es fast tot, das Mutterschiff, das Mutti-Schiff. So, ich hab's gleich tot, Oh, jetzt kommt nochmal Attacke! So, jetzt aber! Oh nein. Werde ich nicht gegen dein Schicksal, du verdammter Pisa! Wir haben es gleich. Übertreib! Übertreib nicht! Oh nein, ich bin überhitzt. Ich hab's aber tot. Rest in pieces. Der Junge, wie das Zeitlupe runterfällt. Alter. Oh, das hat mich voll gehittet. Oh. Scheiße, Mann! Vier Stunden später. Abschütteln die Scheiße. So geht's. Wie viel Munition haben wir hier? Wir haben ja nicht mehr so viel Munition in der Pistole, Mann. Oh. Ja. Ich hab schon wieder so lange nicht mit Controller gespielt. Hä? Was? Ich muss da runter. Warum geschieht das? Ich habe seine Eingeweide rausquellen sehen. Wie geht's? Was machen wir jetzt? Super. Duke Nukem ist da. Der wird uns beschützen. Ah, zum Glück bin ich erst in die andere Richtung gegangen. Ah, ne, warte mal. Achso, warte mal. Hier geht's weiter. Schlimmer, ne, Junge. Da krieg ich Angstzustände. Bro, oh Junge. Alter, lag dann. Hey, Digga, ich will da eigentlich nicht mit hin. Hey, sie! Oh mein Gott, das ist Duke! Ich glaube, der Lift stürzt gleich ab. Die Bremsen haben gequietscht. Du kannst mich doch retten, oder? Ich meine, natürlich kannst du das. Du kannst doch alles.
Ja. Nutzen. Duke, zieh die Bremse. Ich drück den Hebel. Und ist da eine Temperaturanzeige, Junge. Was soll ich machen? Zieh noch mal. Wir fallen immer noch. Sie Junge. Noch mal. Soll ich machen, Mann? Zieh sie noch mal. Zieh noch mal. Noch mal. Zieh noch. Alter, Junge. Geisteskrank war das schwer. So, meine Hübsche. Oh, Duke, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Mit dir wäre ich zu jedem Absturz bereit. Ach, zieh dich doch aus, Mann. Ups. Lass mir das. Gehen wir weiter. Ups. Ups, ups, ups. Was war das? Bro, warum sind wir jetzt winzig? Hey, bist du ein Spielzeug, das zum Leben erwacht ist? Boah, du bist echt cool. Ich bin kein Spielzeug, Kleiner. Ich bin eine Actionfigur. Okay. Warum bin ich jetzt so klein? Wir können das hier verschieben. So winzig, aber macht nichts. Ich wüsste schon, wo ich ihn hinstecken würde. Stark, das bist ja echt du, Duke. Du passt genau in mein Modellauto. Willst du es benutzen? Es hat auch dein Logo drauf und alles. Alter Junge, die hat Silikontitten. No, he's dead. Oh, ich wollte dich gerade retten. Naja. Komm mal hier. Aussteigen? Okay. Wenn wir jetzt hier wieder größer? Warte. Schade eigentlich. Das Spiel ist so geil, Alter. Mann, wir können dir nicht helfen. Was ist das für eine Scheiße? Wir müssen weiter düsen. Ja, he's dead. Oh. Nein, bitte nicht festpacken. Bitte nicht festpacken. Och, danke, Alter. Puh. Hier oben. Oh, keine Handbremse, Mann. Bremsen ist für Zivilisten. Geht's so gut, Mähner? So, was ist denn jetzt eigentlich der Plan, Digga? Ich düse die ganze Zeit einfach lang. Alter! Digga, kannst du den nicht ausmalen? Oh Mann, ey. Was war das für eine Statue, ey? Weg hier. Nein, mein Auto ist kaputt. Was du so hässlich, Mann. Duke, zum Glück hat dich niemand zertreten. Hör zu, wenn du irgendwie das Tor aufkriegst, dann bringen wir dich mit dem Partikel-Expander wieder auf Normalgröße. Und, ja, bitte. Vielleicht kannst du mir mit den beiden Mädels helfen. Wahnsinn, die kriegen den Hals nicht voll. Allein werde ich mit denen nicht fertig. Ja, doch mal auf, hallo. Mann, wie soll ich das aufkriegen? Ah, okay, check, check. Check, check. Wir müssen jetzt das Gerät da reinfahren. Witzig. So, jetzt können wir hier das Tor aufmachen. Tsching. Moin, Maike. Oh, du bist ja so winzig und so süß. Ich könnte dich wie eine kleine Muschi in meiner Tasche tragen. Oder gleich in der Muschi. Oh, witzig. Oh, ich bin so einsam. Oh.
Ach da, Mann, ich bin so ein Vollidiot. Einfach dran vorbeigelaufen. Auf die Größe kommt es erst an, wenn du ausgewachsen bist, Baby. Gehen wir weiter. Ist gut, finde ich nice. Ja, so. Nein, wer kommt denn jetzt hier? Alle nach! Deine Scheibe, deine Fresse! Wo ist Arzt hin? Ah ja! Oh. Junge, das... Die teleportieren sich einfach hin und her, Mann, die Sauen. Was soll das? Ja! Nicht, dass ihr euch aus Versehen eine Kugel noch fangt. Da runter, Mann! Ey, wo ist denn hier der Sergeant? Hey, spinnst du? Duke wird uns nie retten, wenn er hört, dass du so was versprichst. Runter da. Ja, warum haben die so viel Leben, Mann? Oder schnell! Sauen, Alter. Oh, du bist absolut der größte Duke. Ich hab wohl den größten. Du hast sie echt alle gemacht. Oh mein Gott. Ich hatte solche Angst. Ich auch. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Geil. Zeit für meine Belohnung. Duke, Hilfe! Oh Gott, Duke, rette uns! Nicht meine Bräute. Nicht in meiner Stadt. Das werdet ihr Alien-Hurensöhne büßen. Sowas von, Mann. So, was ist jetzt hier der Plan? Ist jetzt wieder zurück? Hat's hier doch nicht. Oh! Junge, ich dachte aber, Real Talk, dass ein bisschen mehr Blut ist. Obwohl es schon besser ist als viele andere Spiele. Und nach mir kommt lange nichts. Was ist denn? Öffne dich? Automatische Öffnung der Tür? Okay. Der Hund. Will sich nicht mit Duke Nukem an. Und der Bossgegner. Oder auch nicht. Oh, jetzt mit einer Shotgun. Bin wo, Alter? Tschüss. Ich hoffe, ich. Ist so einfach wie richtig. Richtig, Digga. Die Junge, die spawnen einfach direkt vor mir, Mann. Warum Bier? Muss mal Bier saufen. Ich sehe es nicht mehr richtig.
Zum Glück bin ich den Zustand gewöhnt. Im besoffenen Zustand ist man nämlich unsterblich. So. Melonen größer, als du es dir vorstellen kannst. So, und jetzt? Was jetzt? Scheiß auf die Wichse, Mann. Hallo. Oh, so. Neuer Chip. Junge, das... Ja, ich wollte gerade sagen, das Teleportieren ist so scheiße, Mann. Alter, Junge. Hier? Auf jeden Fall irgendein Schrock. Doch. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber wir müssen dann natürlich da lang. Keine Ammo mehr. Was? Jetzt nicht verstanden. Hä? Warum haben sich das jetzt bewegt? Wartet mal. Mal gucken. Das geht ja aber auch nicht. Okay, das ist auf jeden Fall ein kleines Rätsel. Jetzt Maul, Mann. Wie jetzt? So. Jawohl. Wow. Eingang ist versperrt, aber du kannst den Personaleingang dort drüben nehmen. Hey, ich gehöre zu dir. Los, Duke. Jawohl, mein Chef. Gib mir deine Munition, du Schwanz. Ah. So. Oh, jetzt müssen wir durch die ganzen Schächte durch. Wow. Munition auffüllen, danke, Mann. Ich muss es einfach abschießen. Yep. Ah, okay, ja. Ding hier. Nicht. Der Parcours. Digga, ja. Hä? Oh. Okay, jetzt check ich's. Verarschen, Junge, wie, als ob ich das nicht treffe, Mann. Au! So, das scheiß, Mann. Was haben wir denn hier? Minen. Alter, also geil. Scheiße, da kommen sie. Achso, das sind die Dinger, also.
Weiß nicht, ob man das wirklich so hart braucht. Duke Nukem ist hier. Okay, also hauen wir ihnen die Kniescheiben blau. Warum bist du nur so ein Trottel? Wir schießen den die Kniescheiben raus, ja. Vorsicht, Vorsicht! Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl. Ein Kontakt, wo denn? Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn, hässlicher? Junge, der hat mich das instant getötet, Digga. Irgendwie. Kann ich irgendwie rollen oder so? Für Schaden? Oh, wer hat denn? Hail to the King, baby. Du Hund oder Aliens hab ich gerade gemacht. Was bist du für ein Netter? Hässlich aus, ey, die Sau. Jungs, Schild, ich muss noch mal ein bisschen Munition erfüllen. Großartig, wie du das Mutterschiff erledigt hast und dass du heil zurück bist, Duke. Nur schade, dass unsere IDF-Soldaten es nicht geschafft haben. Ich werde ihre Angehörigen persönlich benachrichtigen. Duke, der Präsident war auf dem falschen Dampfer und zwar gewaltig. Ich hoffe bloß, er hat uns nicht vorsätzlich getäuscht. Aber das ist im Augenblick sekundär. Die Zeit läuft uns davon. Die Aliens greifen in Scharen an. Sie haben den Damm erobert, Duke. Den Hoover-Damm. Mit der Technologie, über die sie verfügen, können sie die Generatoren nutzen, um eine Art Wurmloch am Himmel zu erschaffen. Die Radarleitstelle hat inzwischen ganze Geschwader von Alien-Jägern geortet. Die Zerstörung des Mutterschiffs hat sie anscheinend nicht weiter aufgehalten. Aber wir haben noch wichtigere Probleme. Sie entführen unsere Frauen, Duke. Dir ist doch hoffentlich klar, was das bedeutet. Scheiß auf den Damm. Was machen sie mit unseren Weibern? Anscheinend schaffen sie die Frauen zum Duke-Dom. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Sie wollen sich an dir persönlich rächen. Wir müssen zurückschlagen und die Aliens an allen Fronten dezimieren. Ich habe deinen alten Freund Captain Dillon herbeordert. Er ist mit deinen Methoden vertraut. Ich hoffe, dass sich alle hier bei der Earth Defense Force an dir ein Beispiel nehmen. Sieh zu, dass du schleunigst zum Duke-Dom kommst. Ein Elite-Trupp ist bereits unterwegs, aber sie sind schwer unterlegen. Wir brauchen dich, Duke. Mehr als je zuvor. Yo! Gut, dich zu sehen. Ich wusste doch, dass dieser Ruhestands-Bullshit nur Bullshit war. Scheiß auf den Bullshit. Ich komm gerade aus dem Urlaub. Musste einem Freund helfen, seine Frau zu finden. Mann, was für eine Memme. Graves will, dass ich dir helfe, diese Hurensöhne aufzumischen. Genau wie damals. Kann's kaum erwarten, sie in den Arsch zu treten. Huah! Uha. Aber wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Schaltet dort auf jeden Fall ein. Wird morgen kommen. Ich werde die Folgen täglich hochladen. Aber wir machen wirklich... Ja, nein, ich kann jetzt nicht weitermachen. Das ist so geil. Ihr seht auf jeden Fall, es ist wirklich ein saugeiles Spiel. Und deshalb schaltet auf jeden Fall ein. Und in dem Sinne, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss.